Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. In der heutigen Folge werde ich dieses Gewölbe aktivieren, das Reinigungsfeld aktivieren und dann werden wir erstmal ein bisschen rausflüchten nach dem Intro. Bis gleich. So, Freunde, in der letzten Folge habe ich hier einige Rätsel lösen müssen. War jetzt nicht unbedingt das Einfachste, aber ja gut, ne? Jetzt müssen wir erstmal hier vorne hinkommen. Es müsste sich theoretisch einfach eine Brücke hier aufbauen. Tut es aber nicht. Tut es aber nicht. Was ist hier denn los? Was ist das? Die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Okay, hier gibt es also noch einen Behälter. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Okay. Energiebarriere on fleek. Ja. Wie komme ich denn da vorne jetzt hin? Sag mal. Es ist schon wieder soweit, meine Damen. Oh. Was ist hier denn los? Komme ich nicht hin, ne? Nee. Alles klar. Okay. Diesen geheimen Raum habe ich also in der letzten Folge geöffnet, indem ich diese ganzen Rätsel gelöst habe. Theoretisch müsste doch hier auch noch irgendwo eine Konsole rumeiern, oder nicht? Ich meine, da vorne hinkommen ist jetzt nicht unbedingt so drin, oder? Shit. Wie könnte man das denn tun? Da bin ich rausgekommen. Einfach so dahinspringen, das wird's ja nicht sein. Oh, doch. Krass. Lol, und wie soll ich hier wieder zurückkommen? Auch einfach springen? Okay. Geht hier noch irgendwas ab? Ja, oder geht noch einiges ab? Ist nett. Hier, halt das mal. Und das auch. So, die hätten wir schon mal down. Da hinten steht noch einer. Die Schnürschuh kümmert sich gerade effektiv darum. Alle erwischt! Lol. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Vielleicht möchte ich den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, ist es halt. Ja, genau. Bevor dieser Ort uns umbringt. Behälter sehe ich hier an der Seite nicht rumflirren. Okay. Außer die Überreste von den Relikten hier ist hier nichts am Start. Okay, let's go. Okay, bereit machen zum Rennen. Yes. Da kommt es! Los! Okay. Hier wieder easy rüberspringen. Ob wir das wohl schaffen? Natürlich nicht. Wie soll ich hier flüchten? Verstehe ich gerade nicht. Oh, nee. Da kommt schon der krasse Dampf, Mann. Oh, yes. Das war close. Nicht langsamer werden. Nee. Nicht langsamer werden. Wir müssen das Ding hier noch mitnehmen. Okay. Das hätten wir. So. Wenn der Mann nicht immer nur seine Waffe wechseln würde, wenn ich hier auf die Mitte klicke, fände ich das schon hot. So. Was geht hier ab? Aktivierungskonsole. Mann, Zähmung einer Wüste. Wow, das war knapp. Nie ihren Schrecken. Das war nichts knapp. Raus hier. Okay. Shit, ey. Und wir sind wieder im Vorraum.
Die Spannung in der Kroganer-Kolonie lösen. Die Absteige der Plünderer räumen. Okay. Das werden dann also die Sachen sein, um die wir uns in dieser Folge auch noch kümmern könnten. Ich werde allerdings erstmal aufsteigen und gucken, ob und wo ich hier einen von meinen Außenposten errichten könnte. Toodlidoo. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ah, die Karre. Und? Rückwärts bitte. Mann. Die Fähigkeit hier. Ja. Die Umgebungstemperatur ist auf 34 Grad Celsius gesunken. Schön. Und sinkt weiter. Das die Luftfeuchtigkeit ist um 21% gestiegen. Wir können diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Das finde ich nett. Trotzdem würde mich gerne interessieren, was hier mit diesem riesigen gestrandeten Raumschiff noch abgeht. Aber gut, egal. Ich gucke erstmal auf die Map. Priorisierte Aufgaben. Die Jagd auf den Archon. Ja, das werden wir uns irgendwann, wenn wir hier fertig sind, erstmal zur Brust nehmen. Ihre E-Mails lesen. Kleine Dinge zählen. Ein Außenposten. Na. Errichten, um einen ZK-Tracker-Satelliten anzulocken. Wird mir das Ding jetzt hier schon angezeigt? Nein, natürlich nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal. Turianische Arche. Auf der Tempest. Salarianische Arche finden. Eladen für Außenposten prüfen. Wird mir das eventuell angezeigt? Auch nicht. Komplett geil. Komplett geil. Aber 83% schon hier auf dem Planeten. Das ist geil. Mit PB of the Tempest reden. Loyalitätsmission. Mit Haag beim Gewächshaus sprechen. Okay. Das wäre eventuell nicht schlecht. Helios-Aufgaben. Was haben wir hier noch? Auf Eladen. Zur kroganischen Kolonie. Die Spannung der Kroganer-Kolonie lösen, die Absteige der Plünderer räumen und 40% erreichen. Jawohl. Naja, okay. Dann werden wir uns erstmal das hier vornehmen. Das wird mir ja definitiv angezeigt hier, oder nicht? Jawohl. Da können wir uns auch schon direkt hinreisen lassen. Sparen wir uns wieder ein bisschen Time. Das ist nice. So, ich bin gespannt. Oh, ich bin schon direkt vor den Toren der Kolonie, oder was? Nächster Halt, Neu-Tuchanga. Neu-Tuchanga, okay. Mahlzeit. Gehen Sie weiter. Wir wollen hier keine Fremden. Er ist der menschliche Pathfinder. Und er gehört zu mir. Drag? Lange nicht gesehen. Jorgel Strux schickt mich. Ich muss mit Morda sprechen. Dann redet Strux jetzt also mit der Nexus. Verräter. Soll das heißen, ich bin auch ein Verräter? Was ist denn hier los? Schnauze, Brack. Ich bin nicht hier, um irgendjemandem auf die Füße zu treten. Ich kann Ihnen helfen. Und wer sagt, dass wir Ihre Hilfe brauchen? Hey, ihr Jungs habt euren Job gemacht. Aber jetzt ist Schluss mit dem Blödsinn. Lasst sie rein. Aber Drag... Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Schnauze halten? Ich gebe Morda Bescheid, dass sie hier sind. Gut. Okay. Mahlzeit, Leute. In den Thronsaal gehen. Oh, und hier gibt es auch wieder eine neue Mission. Es war ein Versehen. Das Terminal mit Doc... Was geht mit dir? Hallo. Ich habe bemerkt, dass Sie zugehört haben. Ja. Liegt es daran, dass Sie ein Fan des kroganischen Genies Dr. O'Kear sind? Aber hundertprozentig. Ich bin völlig aufgelöst, weil ein Terminal mit all seinen Forschungsdaten versehentlich an einen Schrottsammler verkauft wurde. Nein. Vielleicht... Was war denn drauf? Seine Arbeit über die kroganische Physiologie und die Genophage war schon sehr weit. Ich war sein Schüler. Das heißt, ich kannte seinen Schüler. Die Daten sind verschlüsselt. Aber es wäre trotzdem schlecht, wenn sie in falsche Hände kämen.
Ich kann Ihnen einen Navpunkt und den Namen des Plünderers geben, an den ich das Terminal versehentlich verkauft habe. Ja, hau raus. Senden Sie mir den Navpunkt und die Kennzeichnung des Terminals. Erledigt. Hoffentlich ist es noch auf dem Planeten. Der Schrottsammler war ziemlich aggressiv. Mhm. Okay, wir gehen trotzdem erstmal in den Thronsaal. Oh, hier vorne gibt's sogar noch was. Mann. Was ist denn hier vorne? Ah, okay. Händler. Rede nicht so viel mit den Kunden. Das ist schlecht fürs Geschäft. Hier scheint es anscheinend noch einen Behälter zu geben. Irgendwo. Ach, da. Black Widow, Talon. Siedlungskernrelais. Ja gut, wir nehmen alles mit. Kohle sollte ich hier auf jeden Fall jetzt genug haben. Ich habe ja in der vorletzten Folge all meinen Ramsch verkauft. Ich habe schon viel zu tun. Der Kollege hier oder was? Rorik? Rorik. Pathfinder, begegnen Sie auf Ihren Reisen eigentlich vielen Angara? Ja. Ab und an. Schon. Ja. Haben Sie schon einmal eine Frau namens Lieta getroffen? Ich glaube nicht. Wieso? Ziemlich viele Vögel hier, hä? Sie hat Bergungsgut gesammelt und war dabei auch oft auf ihr Laden. Nach der Landung ist sie ihm als erstes hierher gekommen. Wir sind zusammen auf die Dünen geklettert. Wir haben die Aussicht genossen und uns stundenlang unterhalten. Die Hitze hat Lieta schwer zu schaffen gemacht. Also habe ich versprochen, ein Kryo-Armband für sie anzufertigen. Das war natürlich sehr aufmerksam. Ich wette, sie hat sich darüber gefreut. Ich hatte nie die Möglichkeit, es ihr zu geben. Irgendwann ist sie einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo sie ist oder ob ich sie je wiedersehen werde. Dann lassen Sie mich Ihnen helfen. Hier keine Umschweife. Um sicherzugehen, dass es ihr gut geht. Die Schrottsammlerin in Paradise könnte vielleicht etwas wissen. Das klingt doch vielversprechend. Ja. Würden Sie Lieta bitte dieses Kryo-Armband geben? Oh, hier hinten, ey, der Architekt. Sagen Sie ihr, sie kann es benutzen, um mich wieder zu besuchen. Und danke, Pathfinder. Ja. Tja. Ich sollte jetzt gehen. Belonia in Paradise befragen. So. Sonst werden mir hier auf jeden Fall keine anderen Missionen angezeigt. Das heißt, ich kann hier floggisch in den Thronsaal gehen. Wenn ich ihn finden würde. Ich muss irgendwie nach unten oder so. Oder? Ist hier der Eingang. Oh. Okay. Anscheinend bin ich hier falsch. Gut, dann gehen wir wieder raus. Nach unten. Vielleicht ist dort vorne noch ein Eingang. Oh ja, hier wahrscheinlich. Oh krass. Ja, da vorne waren auf jeden Fall echt extrem viele Vögel. Finde ich auf jeden Fall schon richtig nice. Oh, hier ist doch noch jemand. Aber es ist ein deftiges Zeichen, dass man hier... Ich habe gesehen, wie der Wurm direkt durch ein altes Schiff gekracht ist. Da hat nicht ein Kratzer. Erdähnliche, weißt du, was ich meine? Was ist hier denn los? Gibt's hier noch eine Aufgabe? Hark! Im Gewächshaus. Ah, so. Drac, Sir, Sie sind hier. Oh, überall. Ruhig, Hark. Oh, tut mir leid, diese Katzen, ich bin so viel Aufregung einfach nicht gewohnt. Ich habe den gestohlenen Transporter zu einem von Eladens Monden verfolgt. Sie werden Ihr Schiff nehmen müssen. Keines von unseren hat ein Tarnsystem. Wir sind bereit. Gehen wir. Meine Koordinaten müssten Sie nah genug ranbringen, damit Sie sich reinschleichen können. Was erwartet uns? Okay. Eine Gruppe von Nexus-Exilanten. Sie verstecken sich da oben in einem alten Komplex. Nexus-Exilanten? Freunde von Ihnen, Drac? Wir haben uns während der Meuterei viele Freunde gemacht. Warten wir's ab. Hätte ich erstmal Pilze im Angebot, ey. Oh, krass. Okay.
Dann nehme ich mir mal Vetra mit. Anscheinend geht es schon direkt los, oder was? Okay, cool. Machen wir das halt. Warum nicht? Kleine Bugs hier am Rumlaufen. Ach so. Okay, wir müssen also direkt dorthin fliegen, oder was? Sorgen wir dafür, dass unser Besuch so lange wie möglich eine Überraschung bleibt. Bis wir sie alle erschießen. Richtig? Ja, naja. Drake. Bis wir sie alle erschießen. Wenn wir dann schon auf der Tempest sind, kann ich auch gleich mal meine E-Mails lesen. Falls das möglich ist. Was für eine Müllhalde. Und mit Peeby sprechen. Tja, so sehen Piratenverstecke nun mal aus. Piratenversteck, okay. Sie kennen einfach nur die falschen Piraten. Wir haben nicht mal Wachen an der Hintertür. Die meisten würden sich freuen. Ein bisschen schwieriger können sie es uns schon machen. Wir sind immerhin extra hier rausgekommen, um ihnen in den Arsch zu treten. Da drüben. Ist das der Transporter der Kolonie? Der Regen sieht schon mal krass aus. Ja, ich hoffe nur, der Saatentresor ist noch an Bord. Und wenn nicht? Dann nehme ich hier alles und jeden auseinander, bis wir ihn gefunden haben. Alles klar. Guter Plan. Mahlzeit, dem kroganischen Transporter erreichen, okay. Piratenverstecke, das sind immer Müllhalden. Egal, in welcher Galaxie man gerade ist. Oh, da werden wir direkt schon angegriffen, oder was? Oh, ich hasse diese Waffen, Mann. Ich habe immer noch keine neue gecraftet, ey. Ist er down? Ihr hättet die Finger von unserem Transporter lassen sollen. Ah, jetzt kommen hier erstmal ein paar. Okay. Kann ich nicht irgendwo unter. Jawohl. Und da. Da kommt der nächste. Er will es von da hinten versuchen. Auch eine Möglichkeit. Kleiner Splasher, aber ich headshotte dich von hier auch weg. Der kleine Splaser. Okay, das war's. Die erste Welle anscheinend. Oh Gott, mein Gesicht ist so am Jucken wegen dieser dämlichen. Mann! Kommt davon, wenn man sein Vieh schmust, ey. Nothing but hair im Gesicht. Oh, Mahlzeit. Was ist mit ihm? Warum will er mir den. Okay. Da hatte ich ja im Schlaf schon härtere Kämpfe. Ich bin mir sicher, wir kriegen noch Probleme. Das ist doch immer so. Ich kann's kaum bewahren. Okay. Kann ich hier nicht durch? Doch. Ich bin nicht sicher, ob ich hier überhaupt gerade hin muss. Hey, Drake, warum sind Sie nicht in der kroganischen Kolonie geblieben? Oh, das könnte auf jeden Fall noch nice werden hier, ey. Geschichten von mir hören wollten. Mona hatte alles im Griff. Sie brauchte kein altes Eisen wie mich. Also bin ich aufgebrochen, um Ketten zu jagen. Gehen wir erstmal zum Transporter hier. Schwupp. Und nun? Heron! Wir haben ein Problem. Angarische Pieps. Jetzt geht es! Haltet sie auf! Er sieht erstmal fast genauso aus wie ich. Ja, ich möchte selber Leute abknallen. Ja, ob Spender auch dabei ist? Das würde erklären, wie sie an die Codes gekommen sind. Alone, wir zwei werden uns gleich mal unterhalten. Du und ich. Guck ihn dir mal an, er hat den gleichen Bart wie ich und alles. Sieht aus, als ob er mein Brother wäre, Alter. Da ist offenbar jemand nachtragend. Ja, dem werde ich zeigen, was nachtragend bedeutet. Ja, den hier oben werde ich erstmal direkt rausnehmen. Dieses Viech wieder, ey. Na komm schon. Jawohl. Oh, mit dem Stufenaufstieg geht natürlich richtig fix hier irgendwie, ne? Kein Wunder, wenn man noch Stufe 80 erreichen soll. Wurde auch
Zeit, dass Sie organisiert vorgehen. Wer geht hier organisiert vor? Freuen Sie sich ein bisschen zu sehr, darüber beschossen zu werden. Hallo? Kommst du mal gerade da raus? Zack, das war's mit deinem Schutzschild. Soho! Ziemlich viele Interferenzen hier unten. Sucht ihr etwa immer noch euer Rat? Er hat. Er fährt aufs Maul gehauen und ich habe ihr den Rest gegeben. Machen wir den Roboter hier raus, ne? Vielleicht noch eine kleine Grenade werfen. Okay. Wie wäre es, wenn ihr erstmal lernt, ordentlich zu zielen? Das könnt ihr doch besser. Oh, mein Schutzschild ist irgendwie down gerade. Wow, der ist geflogen. Hier ist noch einer. Wow, das war nice. Das ist echt traurig. Oh shit. Ihr habt keine Ahnung, was euch bevorsteht. Langsam werden Sie besser. Sagen Sie. Kommt hier noch was an den Start? Andere Türen öffnen und so ist ja gerade nicht drinnen, ne? Okay. So, da oben hin oder was? Soll ich jetzt hier hochklettern? Mahlzeit. Jetzt dahin. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich wieder hier runter muss. Oh, ab. Kann ich mich hier in Deckung? Ja, sehr schön. Was geht? Ist er schon vorgegangen oder was? Kommt raus und kämpft, so. Ihr erbärmlichen Feiglinge. Sag doch was. So. Einen haben wir noch. So. Oh, der ist noch ein Start. Jetzt macht es langsam Spaß. Mahlzeit. Aha. Irgendjemand versucht, einen Notruf abzusetzen. Darum können wir uns kümmern, wenn wir nicht gerade beschossen werden. Ich bin gespannt, ob Spencer noch am Start ist. Oder Spender, oder wie er heißt. Einen haben wir noch da hinten. Oh, ein Swing. Okay, mit den Granaten muss man auf jeden Fall schon richtig gut zielen, ey. Oh, eine Saboteure ist am Start. Was? Das war's. Wow. Okay. Da vorne gibt's wieder Life. Da drüben. Auf der anderen Seite ist ein Weg. Vielleicht kommen wir ja durch, wenn wir das hier wegräumen. Wegräumen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was für einen Ärger sie sich eingaben. Was hat er vor? Will er das Ding jetzt sprengen, oder was? Jack? Alles klar. Okay, das war mir nicht ersichtlich, dass das eine Tür ist. Sie ziehen sich in das Gebäude zurück. Okay. Das hilft Ihnen auch nicht. Sie da draußen. Ja. Hören Sie mich? Mhm. Die Stimme kenne ich. Das ist Vaughn, unser Botaniker. Pathfinder. Craig? Kein Wunder, dass die Piraten meinten, sie bräuchten Verstärkung. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Schiff, als die Piraten es gestohlen haben. Ich konnte niemanden mehr warnen. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Komm runter. Würde ich ja. Aber ich musste mich in einem Container einschließen, um sie loszuwerden. Die wollen mich töten. Ist das so? Na dann mal go. Wo ist denn der Container? Na? Wer wird denn da? Sie lassen den Transporter warm laufen. Scheiße. Uns läuft die Zeit davon. Ja, und jetzt? Ich schätze, Sie wissen, warum wir hier sind. Sie dürfen nicht entkommen. Ohne den Tresor ist die Kolonie verloren. Okay. Ich hole also Sie den Tresor. Sich. Alle bereit für einen Kampf? Ja. Der Transporter oder Vaughn?
Was ist wichtiger? Menschenleben natürlich. Wir kriegen das hin. Sagen Sie uns einfach, was wir tun sollen. Was ist Kommen für die Kolonie am wichtigsten? Kommen der eine geht da lang, der andere da lang. Wir brauchen den Tresor, aber ohne Vorn ist er nutzlos. Wir brauchen ihn. Dann holen wir ihn. Dann holen wir ihn. Vorn, wir sind unterwegs. Den Transporter können wir auch noch ein anderes Mal irgendwie rauspimmeln. Nur bin ich mir nicht sicher, ob der... Aha. Ob der Kollege irgendwie die Wahrheit gesagt hat. Oh, das war aber deutlich cooler hier, ey. Über die Gitter springen. Sieht gerade stabil aus. Ich würde schon halten. Pathfinder? Wow. Dass Sie nicht rechtzeitig hier sein sollten, könnten Sie Cash dann bitte sagen, dass ich Sie liebe? Ja, mach ich. Kein Quatsch. Natürlich sind wir rechtzeitig. Moment mal, was hast du gerade gesagt? Ich sagte, Liebe. Wort Liebe, sagte er. So, das war's. 15.000. Oder was? Den Behälter check ich gerade mal aus. Nachladen. So, und jetzt? Da oben. Stehe ich nicht. Gibt's da irgendwie eine Tür? Hallo? What about going... Ah, okay. Ist das eine Tür hier oder was? Verstehe ich nicht. Oder geht's hier noch hoch? Oh, hier geht's noch hoch. Zu meiner Zeit hat ein Kroganer noch um Erlaubnis gefragt, bevor er jemandem den Hof gemacht hat. Ja. Freeze the same, Bart the same. Rüstung auch fast same. Dann können wir reden. Ich verzichte, Kroganer. Der Transporter war nur der erste Schritt. Wir werden uns an der Nexus und den Kroganern rächen. Es gibt nur eins, was hier heute zerstört wird, und das bist du. Und dieser Ort. Und dein Boss. Und vermutlich deine gesamte Crew. Genau genommen werden hier also eine Menge Dinge zerstört. Und sie alle gehören dir. Peng, peng. Wir finden Vaughn, dann den Transporter und dann kümmere ich mich um Around. Haben Vaughn noch nie erwähnt? Der Botaniker des Clans. Der Kleine bringt alles zum Wachsen. Aber er hat keine Überlebensinstinkte, gar keine. Ein Wunder, dass er das Erwachsenenalter erreicht hat. 25.000 Credits! Hier, ja, spawnt einfach ein Angreifer, ich weiß es nicht. Einfach nur auf die Tür. Bisher allerdings ohne großen Erfolg. So. Nice. Der Scharfschütze wird auch kalt gemacht. Sehr schön. Was? Okay. Wieder nach da oben oder was? Oder ist hier nur ein Behälter? Noch nicht mal das. Hier, Leute. Ja. Hier geht's hoch, okay. Ich bin in dem Container. Yeah. Oh, ich hasse diese Waffe. So. Hier rüber. Da ist er doch.